Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. Heute werfen wir einen Blick auf die Ticker AMC und GME. Gehen wir direkt in das Chartbild von AMC rein. Wir sehen ein Gap und einen massiven Abverkauf. Was ist da passiert? Zum einen erläutere ich zuerst den Screenshot aus den Filings. Am 13. Mai 2024, da schloss AMC das zuvor bekannt gegebene At-the-Market-Offering ab, das am 28. März 2024 gestartet wurde. AMC hat insgesamt etwa 250 Millionen US-Dollar neues Eigenkapital durch den Verkauf von 72,5 Millionen Aktien vor Provisionen und Gebühren zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 3,45 Dollar pro Aktie aufgenommen. Und angetrieben wurde die Aktie durch Pump News, durch die schlimmsten Akteure, angeführt von Andrew Tate und Roaring Kitty. Dazu hier ein Screenshot von Andrew Tate, der dazu aufruft, GameStop-Aktien zu kaufen. Des Weiteren ein Screenshot hier von Roaring Kitty. Wer diesen nicht kennt, das war der Typ, der damals mit GameStop Millionen gemacht hat. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das nennt sich Dump Money. Dazu gibt es auch einen Film. Und hier postet er eben auf der Plattform X ein Bild, womit er wahrscheinlich aussagen will und aufruft, es geht wieder los. Das sind alles polarisierende Personen, die in den sozialen Medien zum Kauf von GameStop und AMC aufrufen. Vor Jahren, als GameStop gelaufen ist, da ist AMC blind mitgelaufen, aber hier in diesem Fall ist eine gezielte Strategie dahinter. Zurück zum Hintergrund der Price Action. Im ersten Schritt hat das Unternehmen den Verkauf seiner Aktien durch das ATM abgeschlossen. Und nachdem die Nachricht über den abgeschlossenen Verkauf bekannt wurde, stieg der Aktienkurs sprunghaft an. Dies passiert oft, wenn Investoren positive Nachrichten über das Unternehmen erhalten. Zudem pumpen Influencer das Ganze weiter auf. Der nächste Schritt war, dass das Unternehmen sich durch Leerverkäufe absichert. Um das Risiko eines Kursverlusts nach dem Kursanstieg abzusichern, tätigte das Unternehmen Leerverkäufe. Das bedeutet, es verkaufte Aktien, die es sich geliehen hatte, in der Erwartung, diese später zu einem niedrigen Preis zurückzukaufen. Schließlich gab das Unternehmen die neuen Aktien aus und gleicht damit die Leerverkäufe aus. Dies bedeutet, dass die neuen Aktien, die verkauft wurden, verwendet wurden, um die geliehenen Aktien zurückzugeben und somit die Leerverkäufe zu neutralisieren. Dazu ein Balkendiagramm von Dilution Tracker. Die ausstehenden Aktien haben sich innerhalb eines Jahres versechsfacht. Das Management von AMC verkauft alles, was sie können, in den falschen Traum, den normale Leute, unwissende Retail-Trader haben, da sie blind irgendwelchen Influencern folgen oder Pump News kaufen. Die einzigen, die verlieren werden, sind die Kleinanleger. Die Hedgefonds verschwinden nicht, die Wall Street verschwindet nicht, die Banker verschwinden nicht, niemand verschwindet. All die großen Player oder Influencer werden viel Geld verdient haben. Sie sind es jetzt schon. Aber sie haben die Retailer dazu gebracht, zu glauben, dass sie auf ihrer Seite stehen, während sie alle nur ausnutzen. Die einzigen, die verlieren werden, sind die unwissenden Kleinanleger. Das können wir auch hier jetzt schön an AMC sehen. Immer wenn die Aktie stark gegappt ist oder gepumpt wurde, dann direkt der Abverkauf. Das sehen wir hier immer wieder und diesmal auch in diesem Chartverlauf. Das Muster, das zieht sich durch. Und hier siehst du jetzt beispielsweise den Chartverlauf von GameStop, starke Upgaps und dann der riesen Abverkauf. Und dasselbe Spiel im Ticker AMC, wie zuvor erläutert. Hier konnte man wunderbar von den Shorts profitieren und das ist eben auch der Vorteil vom Backtesting. Wenn man weiß, wie man das Ganze zu deuten hat, zu lesen hat und dann in einer Strategie umsetzen kann. Und hier sehen wir eben die letzten Tage, die Riesenaufwärtsbewegung und dann der Abverkauf. Schauen wir uns das Ganze auch noch im 3 Minuten Intraday Chartverlauf an. Hier der Short und dann wurde die Position hier geschlossen, aber der Fade, der hat sich hier über den ganzen Tag durchgezogen. Das Fazit, das Unternehmen hat erfolgreich ein At-the-Market-Offering abgeschlossen, bei dem es insgesamt 250 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Zusätzlich hat es durch den Verkauf der 23,2 Millionen Aktien weitere 163 Millionen Dollar eingenommen. Das Gesamtergebnis ist eine Kapitalaufnahme von 413 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat durch den Verkauf von Aktien und geschickter Marktmanipulation einschließlich des Anstiegs des Aktienkurses und der Absicherung durch Leerverkäufe eine erhebliche Menge Kapital aufgenommen. Dies stärkt die finanzielle Position des Unternehmens erheblich, jedoch auf Kosten der bestehenden Aktionäre, deren Anteile nun einen geringeren Wert haben. Hier möchte ich dir nochmal ins Gedächtnis rufen, Zahlen, Daten, Fakten lügen nicht. Und das zeigt mir eben mein Backtest. Das, was ich hier in das System eingetippt habe, funktioniert.
die Strategie funktioniert. Und wenn du auf meinen YouTube-Kanal gehst, hier auf Community, dann kannst du meine Community-Beiträge lesen und ich habe hier auch schon vor 7 Tagen geschrieben, Dump Money und die GameStop-Saga. Jemand sollte der Roaring Kitty kontaktieren, denn es sieht so aus, als ob GME kurz davor steht, durchzustarten. Höchstes Tagesvolumen seit November 2023. Und heute sehen wir das Endresultat. Und der nächste Beitrag war zum Thema SEC-Filings, weil diese sind eine Fundgrube für Informationen über jede Aktie. Doch sie können über sehr viele tausende Wörter groß sein, voller juristischem Fachchinesisch. Aber wenn man weiß, wie man das Ganze zu deuten hat, dann kann man davon profitieren, in Form von Short Trades. Und wie man das Ganze eben in Python umsetzt, wenn jemand Interesse an statistischen Auswertungen hat, dann kann er das zum Beispiel in meinem Video Trading und Coding lernen oder sich das Ganze anschauen, aber man kann das Ganze auch manuell umsetzen. Ich denke, ich konnte dir in diesem Video einen guten Grundstock für das, was in AMC oder GameStop passiert ist, vermitteln. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen scheppern und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.